Aber der große Schwung kommt ja jetzt erst. So, die haben wir schon, die haben wir schon. Die haben wir. Und die alle noch nicht. Die gehen jetzt ab. Heute, wie versprochen, meine kleine Aufbau- oder Aufräum- und Erkundungsfolge. Eigentlich war es ja eine Erkundungs- und Stromplatzierfolge. Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass jetzt hier oben die ganzen Fabriken tatsächlich jetzt leer sind. Hier waren noch ein paar Schrauben drin, hier war noch ein bisschen was von den Dingern drin, aber im Grunde war hier alles leer. Und hier drüben, diese Fabrik ist ebenfalls komplett jetzt durchgelaufen. Ich habe ein paar Quantenkristalle noch da. Aber das war's. Der Rest ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, aktuell können wir hier einfach mal komplett abreißen und Sachen einlagern, die wir nicht mehr brauchen. Ich fange erstmal an und räume erstmal die ganzen Container leer, dass wir da auf jeden Fall sicher sind, dass wir da keine Reste haben. Zum Beispiel haben wir hier noch einen Container mit Eisen. Und das mit Inventar schon voll. Der ist sogar noch leer. Okay. Dann lassen wir kurz ein bisschen was einlagern. Das Gute ist, ich habe auch gerade die ganzen Fabriken ausgeschaltet. Das heißt also, die Container, wo das Eisen reingehört, sind, oder wo die ganzen Mats reingehören, sind eigentlich alle leer. Hier drüben wäre der Eisencontainer. So, wir sitzen hier aus mit den Geschichten. Laufen die schon leer? Ah, da geht noch ein bisschen was, okay. So, Blei. Offenbar laufen die Fabriken mit dem Blei noch, aber das Eisen hier. Ne? Hier sollte nur das Eisen reinkommen, das ist jetzt leer. Dem können wir kurz nachhelfen. Dankeschön. Hier wäre Stein drin, die sind leer. Und hier drin wäre das Magnesiumgranulat. Das ist aber weiterhin voll, weil das, ja, das braucht halt keine Sau. Okay, dann lassen wir hier den abklemmen gerade. Danke. Okay. Und ich habe noch einen Haufen Schrauben jetzt im Inventar. Die müssen noch weg. Die muss ich erstmal nochmal ins Lager zwischenlagern. Also wir haben ja... Ja, wir können ja unter dem Kistencontainer nochmal einen Schraubenstapel hinstellen. Aber wir haben dann wirklich komplett die Himmelsfabrik einmal weg. So... Noch Platz für Schrauben, du bist bereits voll. Das heißt, die Schrauben müssen jetzt dort rein, die restlichen. So viel waren es auch nicht mehr. Oh. Zinn habe ich noch da. Und Legierung. Die Legierung soll ja auch letztendlich hier rein. Das heißt, wir können auch direkt dann hier die Legierung hier hinpacken erstmal. Und dann auch später mal die Produktion kümmern davon. Ist im Grunde nur noch Zinkplatten mit den Barren versehen. Mit den Rahmen versehen, was wir bereits gemacht haben. So. Ja, Zinn. Ich habe zu viel Zinn am Start. Der ist aber bereits voll hier. Okay. Dann nochmal kurz hier temporär. Und den dahin. Da jetzt das Zinn rein. Okay. Der Rest passt. Das Erz müssen wir auch mal wegpacken bei Gelegenheit, aber ja, später. Später. Und jetzt können wir mal die ganzen Fabriken. Ich räume jetzt nicht alles weg, das mache ich dann in ganzer Ruhe nochmal. Ich wollte nur ganz kurz wenigstens zeigen, dass das jetzt alles weg ist. Wir machen jetzt die großen Sachen noch weg, die ganzen Fabriken. So. Einmal quer drüber quasi. Okay. Abbaulimit erreicht. Fertig. Und den Rest, wie gesagt, mache ich dann in Ruhe. Nochmal schick. So. Dann hatten wir hier drüben noch eine Kiste mit dem Eisen noch. Da war noch was über. Und wir können auch hier oben jetzt beigehen und die ganzen Sachen leer machen. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar?
Boah, da ist ein bisschen was. Okay. Cool, 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 cool. Kommen wir jetzt mit den Containern an, dass wir da auf jeden Fall nichts mehr drin haben, dass uns da keine Überraschung erwarten. Das sieht gut aus. Wir werden noch den Container haben mit den Quantenkristallen. Die müssen noch weg dann. Oh. Und wir haben hier die stabilisierten Kristalle. Und die kriege ich nicht mehr ins Lager. Die Schnecken sind bereits leer. Die Dinger waren sowieso ein bisschen Turbo da ist noch drin, okay. Und der Rest ging ja auch schon ins System. Okay. Dann lass kurz nochmal das Eisen wegpacken. Und den anderen Krams. Und das Eisen können wir direkt ins Lager, ins Hauptsystem packen. Die Kristalle selbst ist jetzt schwierig, weil ich habe nicht genug Platz dafür. Ich packe die mal in die Kisten am Lager. Am Dings, in so eine temporäre Kiste. Und wie auch mit den anderen Sachen, haue ich die da ab und zu mal rein und dann werden die verarbeitet und fertig. Also, Quantumkristalle gehen hier rein. Und die stabilisierten Quantumkristalle können wir ins Hauptlager packen. Ich meine, ich könnte es auch direkt einfach ins System packen. Aber dann habe ich das Problem, dass ich da dass es eben nur mit 30 pro Minute rausgeht. Eventuell muss ich sogar noch zurückpacken, weil ich glaube, ich kann gerade keine Quantenkristalle mehr machen. Oder? Produziere ich noch welche? Ich glaube nicht, ne? Die Quantenkristalle waren ja... So, zack. Nehmen wir einen Stapel, nehmen wir wieder raus. Stabilisierte Quantenkristalle waren... Die Quantenkristalle und die Stabilisierungsrahmen. Haben wir einen Rahmen drin? Haben wir nicht. Das heißt, die Putzung läuft vermutlich gerade aktuell noch komplett weiter. War hier, ne? Genau. Hier hätten wir die Bleirahmen. Der arbeitet mit 30% Leistung, weil ihm die Schrauben fehlen, alles klar. Weil die Schraubenproduktion generell zu gering ist. Also ich müsste vermutlich dann nochmal... Ich will jetzt noch nicht übertreiben mit der Produktion, weil ich würde ja eigentlich eher über Schnecken lösen wollen erstmal. Man kann damit ein bisschen tricksen, indem man die Schrauben halt nimmt und manuell nochmal ins System ballert. Hält es auch nicht ewig, sondern es ist nur eine Zwischenlösung. Und letztendlich, wir haben ja aktuell von allem genug da. Es sind halt nur die Container noch nicht voll. Es läuft ja alles noch. So, wenn ich jetzt hier 1000 nehme, kann ich die von Hand ins System hauen und dann fertig. Dann rauschen die wieder durch. Ich könnte jetzt nochmal weiter Fabriken aufstellen, viel mehr Schrauben, das ist auch schnell gemacht. Aber ich weiß halt nicht genau, wie es letztendlich läuft, wenn die Schnecken dabei sind. Ne? Deswegen warte ich damit mal noch. So, nehmen wir einen Stapel wieder raus und Eisen kann ich auch direkt hier mit rein. Zack. Das Erz könnte eigentlich auch hier mit rein. Obwohl es aktuell noch nicht rausgezogen wird, ne? Ja, das lassen wir noch mal hier rumliegen. Da haben wir hier die Ramschkiste für alles Mögliche, genau. Pass auf. Ins System und weg damit. So, Zinkbarren hatten wir noch ein paar. Zinkplatten brauche ich ja persönlich nicht am Start. Das kann weg. Wieso habe ich so viel Glas jetzt dabei? Da wird irgendwie mehr als weniger. Na egal. Okay, lass dann noch mal eine Runde machen und dann bereiten wir uns mal darauf vor, noch ein paar Wasserräder aufzustellen, um unsere Stromproduktion ein bisschen zu regeln. Stellt sich raus, ich komme da gar nicht oben hoch, weil ich nicht genug Strom habe. Doch, der hat Saft. Okay, das geht. Und jetzt hier drüben. Da lag ja noch die eine Kiste rum mit den instabilen Kristallen. Nee, mit den fertigen Kristallen. So.
Der Container ist leer, der ist leer. Und das waren dann alle Container. So, Armee so durch. 50. Oh, warte mal. Muss ich aufpassen, dass ich nicht unten was abreiße. 50. Hä? Okay. Ist denn das eine Kiste? Wo ist eine Kiste? Hier ist eine Kiste. Okay. Zu viel Zeug noch drin. Ja, okay. Dann mal wegpacken. Okay. Ich räume jetzt das alles mal in Ruhe auf jetzt hier. Ne? Also ich wollte nur kurz zeigen, jetzt haben wir jetzt alles weg. Und dann haben wir den Himmel frei und damit die letzten Reste der Himmelsfabrik fertig. Dann gehen wir mal los und verteilen noch ein paar von den Wasserrädern. Und ich würde sagen, wir machen mal so 20 nochmal. Ja, ne? 20 von den Wasserturbinen. Und verteilen die dann mal in der Welt. Also ich muss die rote Blätter noch von Hand machen, aber das ist hier schnell gemacht. Kriegen wir also hin. Ich räume jetzt auf, mach die rote Blätter, bereite alles vor und dann geht's gleich los. Bis gleich. So, da bin ich wieder und seht ihr das? Dieser strahlend blaue Himmel. Ah, sehr schön. Nichts mehr, was den Blick stört. Nur der feste Beton auf dem Boden, die Wände und ansonsten... Oh, Sekunde. Das Moment. Ich musste mal ganz kurz... Das geht so nicht. Dankeschön. Grünzeug. Pfui. So. Und wie besser. Gib mir bitte den. Danke. Nee. Danke. Noch mehr Beeren. 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 Ja, also. Das ist doch schön, oder? Das ist doch angenehm, ist das. Eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ha. Nur sowas. Anyway. Nachdem jetzt das alles abgerissen ist und alles soweit fertig ist und die Sachen laufen, so halbwegs laufen, machen wir uns heute mal auf und werden mal ein bisschen den Strom pimpen. Wir sind aktuell bei 3,1 Gigawatt an Produktion und das muss ein bisschen höher. Ich habe jetzt schon mal geschaut, wo wir am besten hingehen. Wir haben ja hier oben schon einen Haufen Dinger hingestellt und hier einmal an der Küste, aber hier oben ist noch ein bisschen was. Ich denke, da könnten wir mal gucken. Und hier ist so ein Strudel, was das ist. Das könnte eventuell, ne? Da könnte eventuell was abgehen. Also, gehen wir mal. Ja, der kratzt sich gerade das Bäuchlein. Ich habe genug Zeug dabei für Wasserturbinen und für Strommasten. Kabel sowieso. Dass wir können dann da auch mal ganz dezent entsprechend jetzt uns ein wenig austoben. Und somit den Strom. Da kommen gerade die kleinen Dinger. So, kommen wir irgendwie hoch, vernünftig? Hallo, danke. So, da haben wir schon den nächsten, guck mal, da haben wir schon den ersten, das dürften schon wieder 50 sein, oder? Ja, noch schon direkt die 50 Megawatt Node. Sehr schön. Wo ist sie denn? Die Wasserturbine. Da rein, da raus. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Ja. Okay, und da haben wir jetzt hier oben einen Haufen, was ich erwartet habe, einen Haufen neuer
Dinger. Okay, da drüben wäre nochmal ein 50 Megawatt. Hier sind normale, 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 normal und Schnauze. Harvest. Oh, da ist Uran, da will ich vielleicht nicht langs. Ah. Wasserturbine nach da. Dort und dort. So. Warum ist der hier nicht an? Ah. Scheiße. Das war gerade unclever. Äußerst unclever. Okay. Haben wir die beiden. Sehr schön. Und dann geht's dann da direkt weiter. Nach dort. Okay, damit haben wir die Jungs schon mal abgesichert und nochmal 50 Megawatt obendrauf. Sehr schön. Okay. Wo next? Okay, wir könnten da drüben rübergehen oder da. Sind wir da zwei Reine? Das sind normale. Das ist ein. Wir gehen mal. Na, es ist im Grunde, es ist dieselbe Entfernung, ne? Hier ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Okay, dann gehen wir mal darüber. Zu den Jungs. So, da unten waren wir schon. Oh, das ist eine Schnecke. Da ist noch ein bisschen mehr Uran. Nicht, dass ich die Schnecken DNA wirklich brauchen würde, aber wow. Danke. Die laufen zu Fuß. Ui. Nicht so. So, da ist nochmal Uran und nochmal eine epische Schnecke plus ein El Horsto, ein dicker. Achso, der Kringel ist da. Okay, der hat ja nicht so viel. Ich erinnere mich an den Kringel. Okay. Da drüben ist es. Und die anderen haben wir aber schon, wie es aussieht. Da wären noch mal welche. Reine noch mal. Oh. Die habe ich schon übersehen. Drei Reine. Dann holen wir uns die gleich noch. Aber ansonsten scheint es hier... Ist hier Ende oder was? Oder war ich einfach nur noch nicht... Das ist, glaube ich, einfach nur ein anderes Biom, ne? Ja, okay, hier war ich schon noch nicht. Was gibt es hier Feines an? Dann haben wir einen. Unbekannt. Normal. Okay. Kommt vielleicht später wieder.
So, da ist Gift, da war nix. Da kommen wir zu den beiden und dann die drei. Muss mal den Stromkreis da mal schließen an der Stelle dann. Okay, dann haben wir jetzt hier zwei Wasserturbinen. Jeweils 20. Okay. Und da vorne sind jetzt irgendwie drei. So, die beiden haben wir. Ja, die beiden haben wir. Und dann da vorne am Ausgang die... Oh. Die habe ich auch alle noch nicht? Lol, what? Hatte ich, hatte ich die nicht schon? Da war ich doch schon mal, oder? Die drei habe ich doch hier. Ah, da vorne nochmal die drei. Okay, alles klar. Die hatte ich dann nicht. Aber hatte ich nicht da auch schon welche gebaut? Vermutlich war ich dann außer... hatte ich kein Material mehr wahrscheinlich. Das haben wir jetzt ja korrigiert. So, zack. Nochmal 50 hier und dann nochmal... 2x 20 hier an der Stelle. 3x 20. Okay. Okay. Wie sieht es denn jetzt gerade aus? Zeig mal her. Wir sind gestiegen jetzt auf 3,5 Gigawatt. Aber der große Schwung kommt ja jetzt erst. So, die haben wir schon, die haben wir schon. Die haben wir. Und die alle noch nicht. Die gehen jetzt ab. Ich habe noch für 9 Wasserturbinen Zeug da. Vermutlich noch ein paar mehr, wenn ich noch Material in der Tasche habe. Müsste ich dann gleich mal schauen. Es fehlen Kupferstangen für weitere Masten. Das ist aber nicht schlimm. Okay. Dann legen wir doch mal los. 50. 100. 150. 200. 250. Zack. Oh. Mal eben so 250 Megawatt mehr. Bams. Und dann geht's hier unten ja weiter. 50, 50. Und 200. Dankeschön. Okay. Und ich glaube, damit haben wir hier jetzt alle, ne? Da hätten wir es noch eine unrein, normal, unrein. Okay, klein Dödelgram. Ich habe noch... Oh, ich habe alles verbraucht. Alle meine Dinger. Mann, ich habe jetzt... Ups, was ist denn da passiert? Was? Okay. Da setzt offenbar gerade mein Dingssystem aus. Ich vermute also, irgendwie ist das mit dem... Gibt es Probleme mit der Kühlung? Auf jeden Fall haben wir jetzt mal ganz kurz die Produktion um 800 Megawatt gesteigert. Das sind... Eine große Fabrik waren 4x 550. Also wir haben jetzt mehr Energie als eine große... Gasturbine. Also eine große Gasturbinenfabrik. Und wir sind noch lange nicht fertig. Okay. Dann lass mal nach Hause gehen.
Zack. Und dann können wir jetzt dort in Ruhe weiterbauen. Als nächstes wäre jetzt dann dran der die Stahlfabrik. Erstmal muss ich gucken, warum meine Systeme gerade aussetzen. Ich kann es mir gerade nicht erklären, weil im Grunde musste ja nur Kryolith und Wasser nehmen. Es sei denn, ich habe jetzt gerade einen zu hohen Wasserverbrauch durch irgendwas anderes. Aber die Kühlung selbst von den Dingen zieht ja nur die Kühlung von dem Brass zieht ja nur 10 runter. 5. Und ist auch nur sporadisch. Deswegen läuft er nur mit ca. 30% Effizienz, weil Lager voll. Ich bin also gerade unsicher, warum unser System so am Schwanken ist. Ja, das sieht aus wie Kühlmittel fehlend. Du hast Spaß da. Meine, dann laden sie wenigstens die Batterien ordentlich schnell auf, aber... Ja, ist schon doof, wenn das dann nicht mehr weitergeht. So. Man merkt es sogar schon, das Laggen. Merkt ihr das? Wie das beim An- und Ausschalten zuppelt? Das ist bei Minecraft genau dasselbe. Wenn da das ME-System ständig an- und ausgeht, weil Strom, das ist meistens der Strom, dann fängt das auch da übelst an zu zuppeln die ganze Zeit. Weil er ständig das komplette System neu berechnen muss. So, wo ist das Problem? Ja, Kühlmittel ist leer. Warum ist das Kühlmittel leer? Weil kein Kryolith mehr rauskommt. Warum kommt gerade kein Kryolith mehr? Wo ist mein Kryolith hin? Hatte ich das abgeklemmt? Nee, ne? Hatte ich die Kryolith schon immer abgeklemmt gehabt? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es könnte sein, ich erinnere mich dunkel, dass ich die irgendwann mal abschalten wollte. Und die deswegen getrennt hatte oder so. Nee. Warum? Ich weiß warum. Weil ich dieses Kabel gekappt habe. Das ging nämlich nach oben und dann wieder runter. Das Netzwerk hier hat gerade keinen Zugang zum Netzwerk. Das ging nicht hoch. Das Netzwerk kam runter. Scheiße, okay. Da wird es aber überraschend lange gehalten. Wir haben da ein Kabel. Das machen wir alles nochmal schick irgendwann. Aber nicht jetzt. So. Jetzt soll doch das Kryolith wieder da reingehen, oder? Oder? Natürlich nicht. Weil dadurch, dass es jetzt festhängt und das Kühlmittel jetzt komplett weg ist, ist das Netzwerk jetzt aus und damit kann er nicht mehr arbeiten. Okay. Wir müssen das System also mal kurz kickstarten. Mich überrascht, dass dann der Strom aber noch schwankt. Also, waren wahrscheinlich die letzten Reste von Kühlmittel, die dann noch so reingeflossen sind. Ich bräuchte vermutlich einen Kühlmittel-Reservetank vielleicht noch. Den man hier abschalten kann. Aber das Problem ist jetzt wieder, ich kann jetzt das Zeug nicht von Hand in den. In die Waschmaschine leiten. Denn. Falsche Ecke. Das Ding hat keinen normalen Input. Das geht da nicht rein. Ich muss jetzt hier über einen Container daran. Das heißt, Fusionator da drauf. Container hier hin. Kabel daran.
Erz hier rein. Das ist jetzt ein bisschen doof. Hä? Wo kam denn das jetzt gerade her? Okay, durch die kurze Spitze kam offenbar jetzt gerade genug Kühlmittel an, dass es dann wieder in Schwung kommt. Okay, okay. Und ich glaube, das war's schon wieder. Jetzt sollte das wieder permanent laufen. Okay. Das wieder abreißen und dann einfach manuell reinpacken und fertig. Okay. Ich denke, das müsste jetzt gehen. Würde es einen Moment brauchen, bis es in Gange kommt, aber wenn es dann läuft, läuft es halt auch wieder. Ja, die Spitzen. Aber es sind immer noch nur kleine Spitzen aktuell. Die sollten aber länger werden normalerweise. Oder auch nicht. Ich verstehe nicht. Es reicht offenbar wirklich nur für den Moment aus, oder was? Aber ich hatte doch gerade die... Ist schon dran, ne? Fehlt ja noch was anderes, oder was? Wasser hat er. Jetzt kommt das Zeug. Und das Kühlmittel füllt sich jetzt langsam auf. Jetzt kommt 3, 4, okay. Also es scheint langsam wieder in Schwung zu kommen. Vermutlich mussten die Tanks wieder ein bisschen gefüllt werden. Das ist sogar schon fast... Der verbraucht von den Dinger 60... Der braucht ein komplettes Band am Laufen, okay. Gut. Aber das müsste jetzt... gut, es schwingt natürlich jetzt von hinten durch, ne? Das dauert eine Weile, bis sich das alles wieder auffüllt. Okay, okay. Doch, doch, das wird jetzt. Das wird. Das Herz fängt langsam wieder an zu schlagen. Ganz langsam. Erst nur für einen Beat, dann zwei, jetzt fünf. Und dann irgendwann haben wir volle Leistung wieder. Perfekt. Aber man sieht schon, ne? Wie viel Strom tatsächlich im Hauptsystem hängt. Die Hälfte meines Stroms. Von 2,3 auf 4,5. Und vom Verbrauch generell. Wir sind bei 2,8 runter auf 700. Das heißt 2 Gigawatt. Das also zwei Drittel meines aktiven Verbrauchs ist das Netzwerk an sich. Durch die vielen In- und Outputs. Und es wird noch mehr werden. Aber dafür haben wir die Wasserräder, dafür haben wir den ganzen Spaß. Deswegen machen wir den Kram. Jetzt können wir erstmal die Hauptturbine wieder ausschalten. Da kann sich die nämlich wieder erholen hier. Und wir können da wieder, upsala, mit der Kettensäge nachts in der Gegend umheizen, Sachen sammeln, wieder reinpacken. Denn auch das wurde schon so langsam, aber sicher wieder leer. So, wir schmeißen mal die Herze aus. Stoppen hier den Verbrauch. Und wir schalten auch die Turbinen aus. Der Grund dafür ist recht einfach gehalten. Also, der Grund, warum ich die Turbine ausschalte, ist einfach, dass ich so den Druck, den ich jetzt im System habe hier, nicht im Heizer, sondern hier den Wasserdruck, den Wasserdampf, der ist ja, zumindest hier im Rohr sollte der sein,
Ja. Da ist ein bisschen Wasser, noch ein bisschen Druck drauf. Das heißt, also, wenn ich jetzt die Heizung wieder anschmeiße und die Heizung dann langsam wieder hoch. Wo kommen die Geräusche gerade noch her? Die sollten noch gar nicht mehr. Anyway. Dann kann ich halt eben das Ding wieder direkt wieder anschmeißen. Wie sieht's denn aus? Hier ist leer. Okay, wir haben jetzt ein bisschen was. Achso, das ist wahrscheinlich die Schornsteine. Alter, ist das laut hier. So, also wir haben noch ein bisschen was über einen Container an Gras da. Von daher passt das. Und sind jetzt trotzdem noch beinahe recht gut in Produktion, denke ich mal, ne? Jawohl. Wir haben Baseline immer noch. Wir sind jetzt bei 3,2 Produktion. Tagsüber. Hö? Hatte ich nicht. Wir müssen nochmal los. Das reicht mir noch nicht wirklich, tatsächlich. Wir müssen nochmal los, glaube ich. Okay, ich bereite nochmal was vor für die nächste Folge dann. Dann machen wir nochmal so 30, 40, 50? 50, oder? 50, 50 Turbinen. Und dann gehen wir nochmal richtig, Gas. Und beuten sämtliche freien Energiedinger aus, die wir so finden können und fertig. Vielleicht sogar so viel, dass wir doch die Turbinen drüben wieder ausschalten können. Und wirklich komplett nur mit Wasserkraft alles betreiben. Das wäre mal grandios, oder? Ja, machen wir. Also, nächste Folge nochmal rumlaufen und ein bisschen mehr erkunden und ein bisschen mehr Sachen verteilen. Und noch ein bisschen mehr Strom aufbauen. Und dann sehen wir uns da wieder. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben. Oder links, rechts, das Wiesling, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.